eine echte Prinzessin und dann auch noch so ein Sonnenschein. Ihre königliche Hoheit Mette Marit von Norwegen beim Eröffnungsrundgang durch die Munk-Ausstellung in der Schirm. In ihrem Gefolge Museumsdirektor Max Hollein, Oberbürgermeisterin Petra Roth sowie Privatbankier und Kunstmäzen Friedrich von Metzler. Und sehr zur Freude der Anwesenden lächelte Mette Marit nicht nur hübsch, sondern lobte das, was sie sah, auch gleich noch über den grünen Klee. Ich glaube, Munk ist nicht nur ein sehr bedeutender Künstler, sondern auch Teil der norwegischen Identität und unseres nationalen Erbes. Deshalb ist es so wichtig, ihm viel Aufmerksamkeit zu schenken. Eine 500.000 Menschen hat sich die Ausstellung im Pariser Centre Pompidou angeschaut. Das zeigt das große Interesse an Munk bis zum heutigen Tag. Und es zeigt, wie spannend gerade auch die eher unbekannten Seiten Munks sind, auch für die Generation von heute. Our generation today. Zuvor hatte die Frau von Norwegens künftigen König Hakon bereits den Römer besucht und dort erst einmal die eine oder andere Hand geschüttelt. Frankfurts Oberbürgermeisterin Petra Roth hielt eine Rede, die vor allem alteingesessenen Frankfurter Fußballfans Tränen der Rührung in die Augen treiben musste. Sie bedankte sich nämlich nochmal ganz artig für den norwegischen Super-Exportschlager Jan Orge Fjørtoft. Genau, das war jener Stürmer, der Frankfurter Eintracht, der einst im heißesten Abstiegskampf aller Zeiten, sagen wir mal, den Hintern gerettet hatte. Und Mette Marit, übrigens persönlich recht gut mit dem Fußballer bekannt, versprach, die Grüße aus Frankfurt auszurichten, bevor sie sich schließlich noch ins Goldene Buch der Stadt eintrug. Und dann ging es rüber in die Schirm. Einmal quer über den Römerberg, vorbei an Hunderten von Schaulustigen, direkt zum bereits erwähnten Eröffnungsrundgang durch die Munk-Ausstellung. Besonders fasziniert zeigte sich die Kronprinzessin dabei von der völlig neuen Blickweise auf den Künstler mit den Depressionen, den zumindest in Norwegen wirklich jedes Kind kennt. Nun, ich bin total fasziniert, hier mal diese andere Seite Munks kennenzulernen. Darüber wusste ich nichts, obwohl ich schon so viel über ihn gehört hatte. Er gehört so sehr zu Norwegen, dass jedes kleine Kind schon in der Schule etwas über ihn erfährt. In Norwegen gehört es dazu, dass die Schüler ins Nationalmuseum gehen, sich den Schrei anschauen und ihn dann versuchen nachzumalen. Mit meinen eigenen Kindern habe ich das auch gemacht. Also Munk nochmal von einer ganz anderen Seite zu sehen, das ist schon was Besonderes. Und ich hoffe, dass das für viele Deutsche genauso interessant ist. Sie selbst könne übrigens überhaupt nicht malen, gestand Mette Marit auf Anfrage mit einem Lächeln. Finde Kunst aber grundsätzlich toll. Und dann ging es auch schon weiter zum feierlichen Dinnerempfang. Die Ausstellung mit dem Titel Edvard Munk, der moderne Blick, macht noch bis zum 13. Mai in der Schirnstation. Zu sehen sind mehr als 140 Arbeiten, die vor allem aus dem Spätwerk des norwegischen Künstlers stammen.